Ja, einen schönen guten Abend. Und ich muss gestehen, dass es mir nicht ganz leicht fällt, jetzt zu reden. Ich bin ein Kind der alten Bundesrepublik, des Westens, in Freiheit groß geworden. Diese Freiheit ist nie ernsthaft bedroht worden. Ich musste nie für sie kämpfen. Sie gehört zu den Dingen, die ich für so selbstverständlich hielt wie ein Glas Wasser. Und ich fürchte, dass ich damit nicht alleine bin, sondern sehr repräsentativ bin für diese Generation, die in den westlichen Ländern das unwahrscheinliche Glück hatte, eben in Freiheit groß zu werden. Und ich glaube, es ist ganz selbstverständlich, dass dann sowas passiert wie eine optische Täuschung. Dass man sieht, wo überall diese unglaubliche Idee, dass der Mensch gleich und frei geboren sei, an die wir im Westen glauben, die in Europa entstanden ist, dass wir überall sehen, wo diese Idee nicht erfüllt wird von uns, wo, wie Denis Yücel gesagt hat, eher Heuchelei herrscht. Oder so wie Emilia Roy, wo der Zorn, der Hass hochkommt, weil man sieht, dass das zwar die Idee ist, aber dass es in der Wirklichkeit natürlich auch bei uns im Westen erschreckend viele gibt, die das im Alltag nicht beherzigen, diesen Gedanken. Aber wenn man sich einmal auf der Welt umschaut, muss man sich wirklich klar machen, wir sind mit diesem europäischen Projekt ein unglaublich kühnes, ungewöhnliches Menschheitsabenteuer. Der Normalfall in der Menschheit ist, dass man nicht glaubt, dass alle Menschen gleich und frei geboren sind. Man glaubt, dass es Hierarchien gibt, dass es welche gibt, die von Gott oder von den Göttern oder Kasten oder wem auch immer bestimmt sind, über die anderen zu herrschen. Und ja, es liegt auf der Hand zu sagen, dieser große Satz, der dann von Europa nach Amerika gereist ist und diese Formulierung gefunden hat in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dass all men are created equal. Ja, das waren lange, sehr lange, viel zu lange meinten diese Men das, was wir heute alte weiße Männer nennen und die auch ich seit vielen Jahrzehnten mit Leidenschaft kritisiere. Aber jetzt kommt das wichtige Wort. Ich kann sie kritisieren. Diese alten weißen Männer haben eine Grundlage geschaffen, die es möglich gemacht haben, dass man sie kritisieren kann. Versuchen Sie das mal innerhalb der anderen Systeme, die eben nicht an diese Grundüberzeugung glauben. Versuchen Sie da mal zu kritisieren, dass jemand ungerechtfertigte Machtansprüche hat. Ja, das kann man, indem man nachweist, dass der gar nicht zu dem Herrscherclan gehört oder dass man mit Gewalt versucht, einen anderen Herrscherclan zu etablieren. Und deshalb ist für mich, wenn ich über Europa nachdenken, jammen soll, wahrscheinlich der wichtigste Begriff neben der Freiheit die Kritik. Dass das geht, dass wir ein Fleckchen Erde sind, das die Aufmüpfigen aushält, egal wie sehr sie nerven. Und das Wichtige aus meiner Sicht aber ist, dass diejenigen, die aufmüpfig sind, und zu denen würde ich mich durchaus zählen, bereit sind, diesen Boden dieses Gleichheitsgedankens, den man den eben auch die universalistische Idee nennen kann, den nicht zu verlassen, weil das ist der mächtigste Grund, den wir haben. Ich muss an der Überzeugung festhalten, dass der andere Mensch, mit dem ich mich streite, mit dem ich mich auseinandersetze, prinzipiell imstande ist zu verstehen, was ich sage. Ein Rückzug darauf zu sagen, dass nur bestimmte Sprecher überhaupt Dinge sagen dürfen und nur bestimmte Adressaten das verstehen können, untergräbt diese Idee, an der aus meiner Sicht alles hängt. Wenn wir diesen Gedanken aufgeben, dann ist dieser universalistische Gedanke, dieser große Gedanke, dass wir alle equal created sind, der ist dann nicht mehr zu halten. Dann brechen wieder genau solche Konflikte, wie sie in anderen Teilen der Menschheit ja leider gang und gäbe sind und bei uns in früheren Zeiten natürlich auch waren, das darf man nicht verschweigen. Dann brechen Kämpfe zwischen rivalisierenden Machtansprüchen aus. Und wer setzt sich am Schluss wahrscheinlich durch? Der nicht, der die besten Argumente hat, was unser Ideal ist. Natürlich ein Ideal, was häufig verletzt wird, aber es ist das Ideal. Es ist eben nicht das Ideal, dass der Brutalste, der Skrupelloseste, der Stärkste sich durchsetzt. Ein Ideal, was zum Beispiel gerade Putin versucht, gegen die Ukraine durchzusetzen, indem er glaubt, dass er eben der übermächtige Angreifer sein kann und dieses Land, was sich so tapfer verteidigt, keine Chance hat.
Und deshalb bei all der Kritik, die wir heute auch an Europa gehört haben, die ich gut nachvollziehen konnte, von all den Sprechern, die vor mir dran waren, lasst uns doch bitte nicht vergessen, was dieses Fundament ist. Und natürlich, wir sollen weiter kritisieren, wir sollen uns aufregen über alles das, was bei uns nach wie vor nicht gut läuft, bei dem, wo Heuchelei bei uns passiert. Aber ich warne davor, dass diese Werte, und das klingt natürlich nach Feiertagsrede, und es ist immerhin ein Festtag heute, wenn auch leider kein Feiertag, zu sagen, naja, das ist ja alles nur Heuchelei. Nein, es ist das einzige Fundament, das wir haben. Und damit dieses Fundament eben nicht nur eine bloße Feiertagsheuchelei ist, müssen wir im Alltag auch versuchen, dieses Fundament eben mit Leben zu gestalten. Und dazu gehört neben der Kritik, dass wir streitfähig und diskursfähig bleiben, dass wir bereit sind, uns miteinander auseinanderzusetzen. Genau, dieses Paradox. Und nicht zu sagen, ich rede mit dem nicht mehr, weil der kann ja gar nicht verstehen, was ich meine. Oder ich rede nur, wenn du mir vorher garantierst, dass du mich aber nicht mit kritischen Nachfragen behelligst. Und das ist was völlig anderes, als zu sagen, das ist schon gewaltsam, diese Form des kritischen Nachfragens. Das dürfen wir nicht aufgeben. Wenn wir gemeinsam den Kampf gegen den Hass, den es in unseren eigenen westlichen Ländern gibt und den es aber eben auch gegen uns aus anderen Bereichen gibt, wenn wir den gewinnen wollen, dann dürfen wir, glaube ich, dieses Fundament nicht aufgeben. Und ich habe vorhin eine Wette abgeschlossen, dass ich es schaffe, die 10 Minuten einzuhalten. Und ich glaube, diese Wette gewinne ich. Und ich kann nur sagen, Europa, ich bin dankbar, dass ich in dir geboren worden bin. Und ich hoffe, dass das noch viele Jahre ein Europa bleibt. Danke.